Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch das Amazon Kindle Fire. Keine Angst, ich zeige euch nicht das Amazon Kindle Fire. Das Ding ist ja schon mehrere Monate erhältlich, jedenfalls in den USA. Sondern ich zeige euch das Amazon Kindle Fire mit Android 4.1 Jelly Bean drauf. Weil ich habe dieses Gerät jetzt seit 8 Monaten damals aus den USA importiert für $199, ein 7 Zoll Tablet, Dual Core Prozessor und so weiter. Eigentlich eine schöne Sache, aber leider in Europa absolut unbrauchbar, weil die ganzen Amazon Services, die da drauf laufen, und das Gerät ist total auf Amazon connected, also da habt ihr ein Android drauf, dem merkt ihr nicht an, dass das ein Android ist, weil das ist eigentlich eine Amazon-Oberfläche, die darauf baut, dass ihr bei Amazon Filme kauft, Musik kauft, Apps kauft, Bücher kauft, und außer Bücher kaufen könnt ihr in Europa leider mit dem gar nichts anfangen. Drum lag das bei mir jetzt monatelang rum. Und jetzt aber im Zuge von Android 4.1 Jelly Bean und vor allem auch im Zuge, dass ich in Kürze ein Nexus 7 Tablet bekommen werde, was ja die gleiche Größe, den gleichen Formfaktor hat, habe ich mir gedacht, Mensch, weißt du was, bis du drauf wartest, bis dein Nexus 7 aus den USA bei dir eintrudelt, probier doch mal das Ding zu routen und dann schmeißt da Android Jelly Bean drauf. Und ich kann es euch gleich sagen, das macht riesig Spaß. Das Routen ist absolut easy einfach. Wenn ihr einen PC habt, da gibt es ein Kindle Fire Utility dazu, das lasst ihr laufen, das rödelt ein bisschen und da seid ihr eigentlich ganz, ganz schnell ziemlich weit. Das Ganze wird dann geroutet, danach holt ihr euch bei den XDR Devs noch das Jelly Bean 4.1 runter, spielt das drauf und fertig. Also es ist ganz einfach, ich habe gestaunt, wie easy das inzwischen ist. Ja, und dann habt ihr eben Android 4.1 Jelly Bean auf einem 7 Zoll Tablet. Und ihr seht, wenn ich hier mal so ein bisschen rumswitche, das läuft eigentlich super gut. Bitte nicht vergessen, das Kindle Fire ist deutlich leistungsschwächer als zum Beispiel das Nexus 7. Das Nexus 7 hat ja den Tegra 3 Quad-Core-Prozessor. Das hier ist ein TI Texas Instrument OMAP Prozessor, ein Dual-Core mit nur 512 MB RAM, 8 GB interner Speicher. Also das ist eigentlich relativ schwachbrüstig. Von dem her vielleicht Project Butter, also die neue Oberfläche, die ja so super butterweich zoomt. Das mag jetzt hier unter Umständen noch nicht so ganz toll sein, aber auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, es funktioniert eigentlich ganz hervorragend. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal meine Webseite eingebe, nur so zum Testen im Chrome, ich brauche natürlich immer den Chrome-Browser auf all meinen Android-Devices, der ist einfach klasse. Aber ihr seht, das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Zack, da sind wir schon. Hier haben wir also schon den letzten Beitrag. Mein Responsive Design passt sich da an, der Auflösung dieses Tablets. Die Auflösung ist übrigens ein bisschen kleiner, während das Nexus 7 ja eine 1280er Auflösung fahren wird können. Auf der kleinen 7 Zoll Größe ist es beim Kindle Fire sind es 1024x600 irgendwas. Ist ein bisschen kleiner. Aber das stört eigentlich gar nicht, spielt keine große Rolle. Und was dann halt ganz klasse ist, ich zeige euch das mal, wenn man das Ding hier in den Sleep Mode oder so, und dann macht man da wieder zack. Da könnt ihr halt hier jetzt zum Beispiel einstellen, was ihr alles starten möchtet gleich. Also nicht nur Google Now, das natürlich auch hier drauf ist, das kommt natürlich auch drauf. So, rödel, rödel, gucken, mal gucken, was er mir da vorschlägt genau. Er wird mir wahrscheinlich einfach das Wetter und dann so meine nächsten Termine, viel mehr gibt es da im Moment noch nicht zu sagen. Aber ihr könnt eben, wie gesagt, auch einstellen. Das hat dann natürlich eben dieses, so, ihr seht da oben übrigens, seht ihr die Notifications, die neuen, wo ihr ja jetzt auch quasi so was machen könnt, direkt reinswitchen oder eben einzelne rauslöschen, wenn ihr sagt, die brauche ich nicht mehr, aber den Rest muss ich mir nachher dann noch angucken, dann lasst ihr das einfach so stehen. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, und ihr könnt hier oben könnt ihr definieren, dass es nicht switcht, wenn ihr das umdreht. Das ist zum Beispiel ein ganz praktisches Feature. Könnt ihr da quasi diesen Knopf hier betätigen und dann hier so könnt ihr das Ganze löschen. Da fliegen die alle raus, zack. Und dann könnt ihr hier natürlich, ihr kennt das, könnt ihr in die Einstellungen gehen. Und die Einstellungen, da haben die XDR Devs natürlich noch ein bisschen was dran geschraubt. Wir gehen jetzt mal zuerst gucken, was wir hier überhaupt drauf haben über dieses Tablet. Schauen wir uns das mal an. Also ihr seht, das ist, falls ihr es überhaupt seht, so. Ihr seht Android 4.1.1, der Cyanogon Mod ist drauf. Also ich habe diese Version ausgewählt. Es gibt noch eine andere Version. Es gibt noch so eine ASOP-Version, die eigentlich ganz Standard ist. Aber ich muss sagen, der Cyanogon Mod, der gefällt mir hervorragend. Auch bei anderen Tools, Geräten habe ich den schon drauf gespitzt. Der ist eigentlich ganz klasse. Vor allem, weil er auch, ich zeige euch das nochmal, ein paar ganz schöne Sachen mitbringt. Wie zum Beispiel, ihr könnt Profiles machen.
Also ihr könnt verschiedene Profile, Silent Home, Night und so weiter, die ihr dann sogar noch zeitgesteuert und so aktivieren könnt und Groups und so, das finde ich super praktisch. Und dann könnt ihr halt auch, das ist auch sehr praktisch, ihr könnt euch das Interface ganz klasse einstellen. Wie viele Homescreens möchtet ihr? Wie groß ist das Grid? Wie viele möchtet ihr zum Beispiel im Dock haben? Wie viele Applications? Möchtet ihr die Apps im Dock haben oder nicht? Und so weiter. Also ihr seht, da könnt ihr schon mal ganz viele Sachen eingeben, was man halt normalerweise ja nicht so unbedingt kann. Und dann auch, was mir auch ganz besonders gut gefallen hat, ihr könnt eben diesen Lockscreen definieren. Und das könnt ihr hier Slider-Shortcuts. Und da könnt ihr es jetzt nehmen und ihr seht, ich habe jetzt da schon eigentlich fast die ganze Position rundherum definiert, aber da könnte man jetzt hier auch noch rein, ich ziehe da runter, da kann man sagen, der Slot ist noch empty, da kann man hier drauf gehen und da könnt ihr sagen, es ist eine App oder es ist eine Funktion, die ausgelöst werden soll. Also das sind natürlich ganz, ganz klasse Dinge und ich kann euch sagen, ich habe das jetzt knapp 10 Tage drauf und es läuft ganz, ganz hervorragend, es läuft schnell, es läuft ohne einen einzigen Absturz bisher. Ich zeige euch mal, wie es bootet. Da habe ich auch Freude gehabt. Alle die, ihr seht auch da, könnt ihr natürlich Screenshot machen, Profile switchen, rebooten, Lautlosmodus und so weiter. Ich mache jetzt mal Reboot. Ihr könnt von hier dann gleich Reboot, Recovery oder in den Bootloader gehen, um da wieder was zu ändern. Also auch das ist natürlich ganz praktisch gemacht. Und dann haben sie, das finde ich so schön, ich gebe es ja zu, ich stehe auf stylische Dinge, darum habe ich auch so gerne Apple-Zeugs. Aber auch hier haben sie das ganz clever gemacht, wenn man den Amazon Kindle startet, da hat er ja dieses Orange, ihr seht es da unten beim Kindle-App, bei der Kindle-App, dieses orange Kindle-Icon und die haben das einfach so dahingehend geändert, ihr seht das jetzt dann gleich, wenn er wieder Kindle Fire, ihr seht, das Fire ist jetzt einfach blau und nicht orange, das gefällt mir super gut, das heißt, er ist geroutet und wenn ich jetzt hier den Power-Button nochmal drücke, dann komme ich ins Boot-Menü, wo ich diverse Sachen dann noch einstellen kann. Mache ich jetzt nicht, ich lasse den mal einfach hochbooten, auch dass ihr seht, dass das eigentlich alles relativ zackig hochläuft, bis er dann wieder da ist, weil wie gesagt, vergessen wir nicht, das Ganze ist relativ schwachbrüstig, also immerhin ein Dual-Core, aber da ist jetzt nichts Spezielles an Hardware drin, ist klar, ist ja auch nur ein $199 Tablet, welches im Moment, glaube ich, für $149 bei Amazon in den USA verkauft wird. So, da sind wir wieder. Also ihr seht, es geht eigentlich doch super schnell. Und aber wie gesagt, das Android Jelly Bean läuft ganz hervorragend hier drauf, ist wirklich super. Ich freue mich schon riesig auf mein Nexus 7, welches natürlich dann mit dem Quad-Core-Prozessor und allem drum und dran ganz eine andere Liga ist, viel, viel schneller sein wird. Aber, also wie gesagt, wenn ihr ein Kindle Fire bei euch zu Hause rumliegen habt in Europa und das sowieso nicht brauchen könnt, weil Amazon all die Dienste bei uns gesperrt hat, dann empfehle ich euch dringend oder unbedingt, oder ich kann euch wirklich empfehlen, probiert das mal aus. Schmeißt das Ding an den PC, lasst das Utility laufen. Ich beschreibe in meinem Artikel, den ich unten in den Kommentaren noch in den Notes noch verlinke, beschreibe ich, wie das geht. Das ist ganz einfach, ganz simpel und danach habt ihr eigentlich ein vollwertiges Tablet. Natürlich ist da keine Kamera, das hat der Kindle Fire nicht, aber sonst habt ihr ein absolut vollwertiges Jelly Bean Tablet, welches schnell läuft, super gut funktioniert und halt schön klein ist und zum Beispiel zum Lesen oder auch sonst zum Surfen ganz hervorragend ist. Gefällt mir inzwischen fast besser als mein iPad, weil es einfach so schön klein ist. Der Formfaktor ist super gut, knapp 400 Gramm. Das läuft alles ganz klasse, also kann ich euch sehr empfehlen. Das ist eigentlich das günstigste Tablet, welches zu haben ist. Okay, in Europa kann man das noch nicht so richtig kaufen, aber da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie man sowas importieren kann, wie wir das ja jetzt im Moment auch beim Nexus 7 machen. Das kommt aus den USA direkt zu uns, das geht ja alles. Von dem her gesehen, bei mir der Kindle Fire, der wird plötzlich wieder täglich gebraucht, wo er vorher eigentlich monatelang nur in der Kiste rumlag und gar nie angeworfen wurde, was schade ist, weil eigentlich finde ich, es ist ein ganz cooles Tablet. Es ist sehr stabil. Da hinten ist so eine gummierte Rückseite und hier vorne ist Gorilla-Glas drauf, also kann man nicht viel kaputt machen. Das ist eigentlich, macht eigentlich einen ganz stabilen Eindruck. Aber wie gesagt, die Software, die drauf war, diese Amazon-Software, die hat mir nicht wirklich behagt. Aber jetzt mit Jelly Bean, dem Cinnagummod, ist das ganz hervorragend, läuft das super. Das mal so ein kleiner Ausblick, was ich mit meinem Kindle Fire gemacht habe. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und tschüss.